Hast du noch ein Video von Fumel 2018? Helmen. Willkommen zurück zum Qualifying. Wir warten gerade darauf, dass die Ampel in der Boxengasse grün wird, damit es hier mit dem großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring losgehen kann. Wenn wir uns das Feld heute so ansehen, Stefan Römer, meinst du, irgendjemand wird es vielleicht mit der härteren Reifenmischung versuchen und die weichen Reifen mit mehr Grip für das morgige Rennen aufsparen? Das würde mich ehrlich gesagt überraschen. Nur die Teams an der Spitze hätten theoretisch das Tempo, aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein großes Risiko. Der Startplatz ist das absolut Wichtigste und es zahlt sich meistens nicht aus, ihn für eine geringfügig bessere Strategie im Rennen zu opfern. Ich denke also, dass niemand es versuchen wird. Ich habe mich allerdings schon das ein oder andere Mal geirrt. Von Zeit zu Zeit sieht man solche riskanten Entscheidungen sehr wohl und manchmal zahlt sich das Spekulieren auch aus. Wenn ich allerdings selbst im Auto säße, würde ich mir ohne Zweifel den besten Reifen für die Qualifying-Runde aufziehen, den ich hätte. Es sind nur ein paar Fahrer auf der Strecke. Das sollten wir vielleicht nutzen. Das ist die bislang schnellste Runde. Gut gemacht! Ja, das ist gut. Thank you.
bist gerade die... Das war ein Futz. Man, da bin ich müde, aber das. Weiß nicht, ob ich es drin noch mache, aber es wurde von fein. So, fahr ich auch normal und dann... Ich trinke aber auch was. Damit es schneller geht.
ist ein Ding so weit am Arsch. Super, das war die schnellste Runde. Ui, yes, man. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 17,0. Passt. Und diese Saison hat's blind gemacht. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3 an. Der Witzbold, Vettel und Lewis Hamilton. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Okay, das war's mit dem Video.